Welcome back. Willkommen bei Blankfind Movies. Heute mal wieder ein kleines Tutorial. Eigentlich wollte ich hier so ein HD Photoshop Tutorial zeigen. Ein bisschen mehr Action. Leider fehlt mir heute die Zeit. Muss gleich nochmal arbeiten gehen und morgen habe ich auch ein paar Sachen zu erledigen. TÜV, Auto waschen und so ein paar Besorgungen. Deswegen dürfte morgen auch kein größeres Tutorial folgen. Ich mache heute ein kleines Tutorial, also ein ziemlich einfach gestaltetes Tutorial, was denke ich mal alle von euch auch schaffen nachzubilden bzw. nachzuvollziehen und Anregungen zu sammeln. Und ich möchte das Tutorial jetzt auch wieder so interaktiv gestalten, also so wie ich es bei der Geburtstagsaktion gemacht habe, jedoch mit ein bisschen längerem Zeitraum. Also ich werde nicht jetzt in 2-3 Tagen schon was veröffentlichen, sondern vielleicht in einer Woche oder so, damit die Leute, die nicht jeden Tag die Chance haben, irgendwie in YouTube online zu kommen, Videos zu schauen, beziehungsweise die Zeit haben, ein Bild zu erstellen, auch die Chance kriegen, in dem Video aufzutauchen. So, es geht um Folgendes: Wir wollen ein Bild im Apple iPod Style machen, so wie es in den Medien schon des Öfteren gezeigt wurde. Das ist jetzt nichts Neues hier, also das mit iPod-Grafiken, das gibt es schon seit einem Jahr oder noch länger, dass die Leute das im Photoshop irgendwie nachbilden. Und wir erstellen uns heute mal so eine einfache Grafik hier, also ich zeige, wie es funktioniert. Und ich bitte euch dann, wenn ihr Zeit und Lust habt, auch so eine Grafik zu erstellen mit eurem eigenen Slogan. Ich habe jetzt hier I Play Ego Shooter and I Feel Good genommen. Ihr sucht euch einen eigenen Slogan aus, der zu euch passt, der vielleicht etwas witzig ist. Je witziger, umso besser. Und diesen Stil halt hier trägt. Und ich veröffentliche das dann halt in einem Video. Und somit ist das ein bisschen interaktiv und ihr wirkt ein bisschen im Programm mit. Und ja, ich hoffe, es wird euch Spaß machen und ich hoffe, es wird ein bisschen mehr Teilnahme wie bei der Geburtstagsaktion stattfinden. Ja, wir legen direkt mal los. Ich öffne ein neues Dokument, wichtig auch für euch, am besten 1280x720 wählen. Da ich damit die beste Ausgangsauflösung habe, um diese dann mit 100%iger Qualität in mein Video einzufügen. So, wir erstellen uns jetzt erstmal eine neue Ebene, füllen diese aus und wählen uns quasi hier im Stile, in der Stilpalette einfach mal einen Hintergrund aus. Ich nehme für das Video jetzt einfach mal ein schönes Grün, mache mir eine neue Ebene, nehme hier nochmal so einen Brush, also das müsst ihr jetzt nicht machen mit den Brushes. Könnt das auch so lassen, wie es eigentlich im Original ist. Und zwar schlicht und einfach grün lassen. Ich habe jetzt hier halt einen Brush genommen und könnte theoretisch jetzt auch noch sagen, ein bisschen Struktur, indem ich auf Filter, Render, Filter, Wolken gehe. Hier oben auf Luminanz stelle, mit der Kraft runtersetze. Hätte ich auch noch ein bisschen Struktur drin. Könnt ihr machen, muss aber nicht zwingend sein. Ich lasse es jetzt mal drin, weil beim richtigen iPod ist es auch so gehalten, dass es eigentlich nur einfarbig ist. Also ein grüner Hintergrund und eine schwarze Figur drauf und Hauptaugenmerk auf quasi den iPod, der da in dem Fall immer weiß ist. Jo. Wir lassen es jetzt mal so, wie es ist. Hintergrund ist soweit fertig. Jetzt nehme ich mir meine Brushes. Ich habe hier jetzt speziell für meinen Slogan, war ja I play Ego Shooter and I feel good. Habe ich jetzt hier auch glücklicherweise so ein Soldier Set, Brush Pack. Und dann kann ich mir einfach hier in schwarz so einen Brush ziehen. Und diesen dann nochmal umarbeiten, da wir ja ein Hauptaugenmerk brauchen. In meinem Fall wäre das am schlauesten, die Waffe weiß zu gestalten. Dazu markiere ich mir quasi die Auswahl hier, indem ich mit gedrückter STRG-Taste auf die Ebene hier klicke. Mache mir eine neue Ebene und nehme mir jetzt mal wieder einen normalen Pinsel.
So, 12 ist okay. Setz das auf weiß. Zoom hier ein wenig rein. Und färbe mir mal die Waffe weiß. So ungefähr wie es ist. Das dürfte hier seine Hand sein. So, das Magazin. Hier oben die Zielvorrichtung. Und ich denke mal so schräg runter dürfte die Waffe gehen. So in etwa dürfte dann die Waffe aussehen. Ja, färbe ich einfach weiß, kann die Auswahl wieder aufheben. Und mal ein wenig rauszoomen. Und habe theoretisch schon meine weiße Knarre. Und brauche jetzt nur noch meinen Slogan einzufügen. Der da wäre I Play. So, Ebene dupliziere ich mir mal. Das ist die schnellste Variante. Ego Shooter. And I feel good. Ich liebe es zu schreiben, wenn ich nicht sehe, was ich schreibe. So, ein bisschen verkleinern hier. Setzen wir uns mal hier hin. Das iPlay machen wir etwas größer. So. Und jetzt hätte ich theoretisch mein iPod-Style schon fertig. Und ja, so in der Art könnt ihr das dann auch gestalten. Wie gesagt, wichtig, ein lustiger Slogan oder irgendwas, was zu euch passt. Und denkt euch was Kreatives aus. Ich freue mich über jede Zusendung, die ich bekomme und stelle das dann so, ich denke mal, nächste Woche dann alles vor. Wenn ihr jetzt natürlich nicht so Brushes habt, die zu eurem Thema passen, könnt ihr beispielsweise auch eine Grafik aus dem Internet nehmen. Wichtig, wenn ihr jetzt nicht gerade Profis im Freistellen seid, am besten irgendwas mit einfarbigem Hintergrund. In dem Fall ist es jetzt hier weiß oder auch schwarz. Und dann könnt ihr hier mit dem Zauberstab die schwarze Auswahl markieren und mit dem Radiergummi entfernen. Und habe dann quasi schon den Sonic. Dann gehe ich einfach bei Bild, Anpassung, Farbton, Sättigung rein. Setze die Helligkeit komplett runter. Kann mir das jetzt hier ein bisschen so hinziehen. Hier die Kanten sind jetzt natürlich nicht sauber. In dem Fall lässt sich vielleicht mit einem Weichzeichnungsfilter etwas beheben. So 1,8. Okay. Und dann könnte ich jetzt quasi mein Slogan noch umändern. In I play Sonic every day. So. Und schon hätte ich ein neues Bild erstellt. Vielleicht noch mit Hintergrund in Blau. Ja, wäre dann der iPod-Stil und so könnt ihr das dann machen, je nachdem mit Brushes, die ihr habt oder mit Bildern aus dem Internet. Ich freue mich über jede Zusendung, ich wünsche euch viel Spaß, ich verabschiede mich, ich entschuldige mich auch nochmal dafür, dass ich kein hochqualitatives Tutorial heute von der Zeit her machen konnte und dass ich morgen wahrscheinlich auch keine Zeit habe, aber Tutorials folgen bald. Viel Spaß, schönen Tag und schickt mir eure Bilder.